Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu Let's Play Tomb Raider 2013. Ja, es ist ein neues Projekt auf meinem Kanal jetzt, da The Walking Dead zu Ende ist, dachte ich mir so, nehm ich euch mit so in die Welt von Lara Croft und wie sie von einem durchschnittlichen Mädchen zu einer wirklich professionellen Grabräuberin geworden ist. Und ja, dafür, ich habe kurz reingeguckt. Ich hoffe, es ist okay von der Lautstärke. Falls nicht, stelle ich es nochmal ein bisschen um. Und wir starten ein neues Spiel. Wählen Sie den Slot aus. Ja. Und ja. Wir spielen auf normal. Und viel Spaß beim Intro. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. Stunden. Wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Was uns weitermachen lässt. Square Enix. A production of. Crystal Dynamics. Okay, wir müssen schaukeln. Ja, Lara, ich weiß. Den Stick hin und her bewegen, um dort Feuer zu fangen. Los und bumm. So gut gemacht. Es geht tief runter. Achso, okay, jetzt müssen wir an das Feuerdings da. Wir müssen uns jetzt abfackeln. Sprich, damit wir runterkommen. Und jetzt wie
wehtun. Ja, befürchte ich auch. So. Noch nicht genug. Und... Oh Gott. Oh mein Gott. Ach. Ah, verdammt. Oh nee. Oh Gott. Oh Gott, die Arme. Ja, wir müssen jetzt... Oh Gott, mein... Oh Gott. Sie ist komplett fertig. Wir müssen vorsichtig voran. Lara, vorsichtig. Oh Gott. Nein. Nein, nein. Was ist das denn? Was ist das hier? Was ist bloß passiert? Keine Ahnung. Oh, und ich will's auch gar nicht wissen. Huch, da ist was. Fackel, wo? Hallo, ich will die nehmen. Neues Ausrüstung. Eine neue Ausrüstung erhalten. Fackel. Das war laut. Ja, dafür kann ich jetzt wohl nichts. Du bist gegengelaufen. Okay, abfackeln. Okay. Das ist cool. So, und dann weiter. Nein, er muss mich gehören. Ja, deswegen müssen wir ganz schnell hier durch. Drücken Sie LB, um den... Ja, es ist unser Überlebensinstinkt. Es ist sozusagen der Schleichmodus wie bei The Last of Us. Aber ich denke mal, wir müssen erstmal hier anfackeln. Was? Hoch. Wir müssen uns vielleicht ein bisschen beeilen. Denn ich glaube, der ist uns auf den Fersen. Ach, bumm. Jop. So, komm schnell, Lara. Abmarsch. Komm, hau. Ah! Nee, 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 nee. Ach Gott, ey. Nee, 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 lass mal. Ich bin gerade voll durcheinander gekommen, was ich hier drücken muss. Ja, komm, lass sein. Ja, ja, du willst mir nur helfen, ist klar. Und ich bin der Weihnachtsmann. Na komm, Lara, weiter. Okay. Okay. Finden Sie einen Weg hinaus. Okay. Mir fällt gerade auf. Grafikoption, dass es ein bisschen ruckelt. Sprich, ich mach mal von Ultra auf hoch runter. So. Jetzt müsste das Ganze auch. Genau, jetzt ruckelt das Ganze auch nicht mehr. Das ist gut. So, ja, wir müssen jetzt. Feuer. Zum Glück. Das da wahrscheinlich abfackeln. So, komm, Lara. Wir sputen uns ein bisschen. Was ist das denn für ein Ding? Ist doch egal. Zünden wir es an. Und das da. Jo. Dann hauen wir mal in die Tasten und bewegen uns mal. Denn ich will nicht, dass dieser Verrückte da uns näher kommt. Oh Gott, hier liegen überall Wrackteile und... Und hast du nicht gesehen. Was passiert dann? Okay. Hätte ich da jetzt was machen müssen? Irgendwie leuchtet mir das gerade nicht ein. Was muss ich denn machen? Ach so.
Ach so, okay, jetzt habe ich verstanden. Da unten sammeln sich Kisten an. Und die müssen wir dann da reindingsen. So, komm. Das müsste es jetzt gewesen sein. Genau, perfekt. Komm, Poster. So. Oh, ich finde Tomb Raider so toll. Also Tomb Raider, Tomb Raider, wie auch immer ihr es nennen wollt. Mir ist es egal, ich nenne es jetzt Tomb Raider. Ich finde es so toll. Achso, ja, X stimmt. So, und jetzt Y. Bums. Jetzt macht's Bumm. Yo. Lara, hau. Ja, dann haust du rein. Ah, es bricht alles zusammen. Nee, 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 nee. Ey. Böse. Schnell, schnell weg. Okay, dann gehen wir nach da. Ich hoffe, das ist jetzt nicht auf Zeit. Oh. Ja, das hätte also auch nur mir passieren können, ey. Typisch. Ah. Oh Gott. Lauf, Lara. Lauf, lauf, lauf. Egal. Renn einfach. Scheiß drauf. Springen. Alter, was ist das für eine Schluchthilfe? Wo sind wir hier? Das sah vorhin noch aus wie eine normale Insel. Was? Nein, haust du... Achso, Quicktime. Okay, nice. Und tschüss. Oh Gott. Das war nicht... Das war... ja. Das war ein sehr, sehr trauriger Tod für ihn. Und spring. Oh Gott. Alter. Ja. Entschuldigung, das waren die falschen Tasten. Was muss ich... Ups. Ah. Es fängt ja echt heftig an, ne? Muss ich ja sagen. Ups, das war bestimmt laut. Manchmal schon, da ist relativ laut. Tut mir leid. Komm, hau rein. Oh Gott, ich dachte schon, wir sind verreckt. Alter, ich glaube, ich wäre da gar nicht rausgekommen. A Survivor is Born, das Lied ist so geil. Ich könnte euch in der Infobox eine Let's Playerin verlinken, die dieses Spiel wirklich vergöttert und dieses Lied wirklich liebt. Und zwar ist es die liebe Pia Zockt. Ich verlinke euch sie mal in der Infobox. In das Spiel hat sie echt gut, also das Lied hat sie echt gut gespielt. Und willkommen hier bei Tomb Raider. Oder Tomb Raider. Ich nenne es Tomb Raider. Es ist, guckt euch mal diese Aussicht an. Und das Lied hat so gut gepasst. Da ist eine weiße Flagge. Ja, uns geht's richtig kacke. Wir müssen jetzt die anderen suchen. Ja, wahrscheinlich. Dann hauen wir mal in die Tasten. Darf ich das jetzt machen? Oh Gott. Lara. Mädchen. Mach mir keine Panik. Ich hab... Alter, das ist... Komm, ganz schnell. Ach, gut. Gut, 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 gut. Immer weiter. Ich werde natürlich versuchen, alles zu sammeln, was es gibt. Wenn es sein muss, werde ich auch zurücklaufen für sowas. Also, wenn es wirklich was richtig Tolles ist, wenn es irgendwie so eine Kleinigkeit ist, dann laufe ich dann nicht extra zurück. Aber ich versuche echt alles einzusammeln. Damit ihr schon mal Bescheid wisst. Willst du mir jetzt einfach Willst du mir verklickern? Ich muss jetzt da hoch. Oh Gott, Lara, ey. Du machst mich schon im ersten Part fertig. Ich schaff das. Ja, das will ich mal hoffen für dich.
Alter, ich bin schon fast tot. Alter. Oh Gott. Ja, allerdings. Achso, okay. So, hier rüber. Ja, weiter, 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 weiter. Huch. Ich check nicht, wo X ist. Okay, wir sind drüben. Weg da. Oh Gott, ey. Vorsichtig. Doppelsprung. Cool, das gibt's glaube ich in den anderen Teilen nicht. Sams Tasche. Jo, runter da. Streichhölzer sind sehr gut. Sam? Ron? Hört mich irgendjemand? Ich muss sie finden. Immerhin haben wir es ein Funkgerät bekommen. Okay, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Oder? Ich kann ja mit dem Instinkt mal nachgucken. Nee, es zeigt mir aber auch mein Ziel an. Das ist ganz cool. Ist das jetzt dein oh, heilige Scheiße, was ist denn mit dir falsch? Was war das denn? Die macht einfach einen Salto. Habt ihr das natürlich habt ihr das gesehen. Suchen sie. Ja genau, so spricht man daraus. Suchen sie Schlupf vorm Sturm. Was ist das da? Das ist bestimmt irgendein Sammeldings, ne? Egal. Wir suchen uns das mal als Unterschlupf. Einen Unterschlupf und dann mal gucken. Das sieht ein bisschen komisch aus, was sie da gerade gemacht hat, aber okay. Hier scheint es trocken zu sein. Oh, da ist eine Lagerfeuerstelle. Sie ist komplett am Zittern. Ist denn das Zeug auch trocken? Wenn es nass ist, dann brennt es nicht, das weißt du, ne? Oh, na toll. Einen einzigen Streichholz. Du darfst es jetzt nicht verkacken. Es brennt. Ah, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das.
Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme, Lara? Ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitmer. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Ein Zehner. Niemand vermutet Yamatai, soweit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktor. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Na, okay. Umsetzen. Ich muss etwas zu essen finden. Okay, aber das machen wir erst im nächsten Part von Tomb Raider. Wie auch immer. Und da. Genauso. Nein, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis dahin. Tschüss.